Menschlicher Sex ist ausgesprochen langweilig. Denn die männlichen und weiblichen Genitalien passen sauber ineinander, jedenfalls überwiegend. Und die durchschnittliche Zeit, die ein Mann bis zur Ejakulation braucht, liegt in der Regel bei unter 10 Minuten. Der menschliche Paarungsakt findet meistens in der Waagerechten statt, auf einem Bett oder einer anderen relativ bequemen Unterlage und erfolgt meist kooperativ zwischen den Partnern. Bei den Tieren aber sieht das ganz anders aus. Die Welt da draußen ist hart, liebe Leser. Lehnen Sie sich zurück und machen Sie sich bereit für eine aufregende, berauschende, entsetzliche, widerliche, verlockende und wunderbare Expedition ins Tierreich. Witzige und überraschende Geschichten rund um den tierischen Sex. Wilder Sex von Dr. Karen Bondar.